Servus, hallo. Willkommen zum neuen Blog. Yes. Servus, grüezi und hallo. Schaut euch das mal an. Die Magazine sind jetzt einfach auch in Papiertüten eingepackt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, das hält dann auch die Figuren. Figur habe ich schon, deshalb kaufe ich es nicht. Ja, Freunde, ihr seht richtig, ich bin hier jetzt am Flughafen. Ich werde heute das allererste Mal in meinem Leben selber fliegen und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Es drängt mich zu Müller, um nach neuen Minifiguren-Serien zu gucken. Aber ich weiß, dass ich die sowieso nicht mitten bekomme. Dann gehe ich jetzt mal den vernünftigen Weg. Hier gibt es einfach Rolltreppen, die geradeaus gehen. Wild. Bin echt nervös. Das habe ich noch nie so gehabt. Aber jetzt kommt eine Allmann-Weisheit von mir. Den gefährlichsten Teil haben wir schon geschafft. Statistisch gesehen stirbt man eher auf dem Weg zum Flughafen als beim Fliegen selbst. Wahrscheinlich ist das alles total langweilig für euch, weil ihr das öfter macht. Aber ich finde das voll spannend gerade. Okay, wir sind drin, schaut euch das an. Fliegen die Flugzeuge auch überall rum. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen nervös bin, aber wie geil ist das bitte? Ich bin jetzt gerade auch mal in so einem Shop drin gewesen. Die haben tatsächlich das Lego da zur UVP stehen. Das finde ich überraschend. Yo, das ist das Flugzeug. Jetzt fliegen wir. Krass, hier über den Wolken ist einfach jetzt gutes Wetter. Wir sind angekommen. Okay, also das hat überraschend viel Spaß gemacht. Okay, wir sind tatsächlich in England angekommen. Schaut euch das an. Man muss ja auf der linken Seite hochlaufen. Das triggert mich ja so sehr. Und hier sprechen halt echt alle Englisch. Alter, das gibt's ja nicht. Also die Londoner, die sind echt verrückt. Jetzt haben die hier das Lego-Set einfach in real life nachgebaut. Aber das ist schon sehr, sehr cool hier. Und boah, schaut euch diese Bürogebäude an. Also gegen Museum da oben hätte ich auch nichts gegen. Also diese Ampelknöpfe sind dermaßen sinnlos. Hier läuft eh jeder bei Rot rüber. Ich natürlich nicht. So, ein neuer Tag in London beginnt. Und ja, die haben hier wirklich solche roten Doppeldeckerbusse. Ich finde das so wild. Und hier ist einfach Eingang zum Zaubereiministerium. Kann ich Dumbledore mal fragen, wann der Brief endlich kommt. Aber ihr fragt euch wahrscheinlich, warum bin ich denn überhaupt hier? Das werdet ihr jetzt sehen. Genau hier wollen wir hin. Das ist die Spielwarenmesse in London. Wo auch sonst hin. Außer zum Lego-Store. Der kommt gleich auch noch. So, und wir sind hier drin. Ja, hier gibt es schon alle Hersteller. Ich habe jetzt erstmal ein Playmobil-Band bekommen und suche jetzt mal nach dem Lego-Stand. Vielleicht sind ja irgendwelche unveröffentlichten Neuheiten da, das wäre so cool, aber ich rechne nichts damit. Okay, das ist wirklich krass, 90% von den Ständen, die hier sind, die Marken habe ich noch nie vorher gehört. Aber teilweise sieht das schon ganz cool aus. Ah ja, da hinten geht's los. Aber hier vielleicht ein kleiner Überblick, wie groß das hier alles ist. Oh ja, und da hinten gibt es dann nochmal eine Halle auf der anderen Seite, die glaube ich genauso groß ist. Okay, wir sind hier jetzt beim Lego-Stand. Das, was hier aber steht, ist ziemlich enttäuschend. Ich meine, das Teil habe ich halt schon. Okay. Beziehungsweise alles, was hier steht, ist schon vorgestellt worden. Guckt euch das mal an. So eine Lok hatte ich damals auch, die habe ich Günther genannt. Grüne hatte ich auch, die hieß Gustav. Ein paar Sekunden später. Und da haben sie es schon wieder gemacht. Hier ist noch ein Gebäude, was das Lego gibt. Das ist der Buckingham Palace mit dieser goldenen Statue. Nice. Und hier jetzt direkt weiter mit dem Big Ben. Die haben definitiv nicht am Chrom gespart da oben. Sieht so nice aus mit der Sonne. Da ist auch noch ein Türmchen, da auch. Ich bin echt der Alpha-Tourist. Und direkt gegenüber davon steht das nächste, das London Eye. Und Fun Fact, das gehört tatsächlich Lego. Die haben nämlich die Merlin-Gruppe gekauft. Und das Teil gehört halt zur Merlin-Gruppe. Irgendwie schon lustig. Das hier habe ich jetzt auch fast gar nicht wiedererkannt. Aber das ist der Trafalgar Square da hinten. Mit diesem Kreisel hier und dieser Säule. Hier ist natürlich der Lego Store am Leicester Square. Müsste auch einer der größten sein oder so. Ich glaube, da gibt es eine exklusive Minifigur. Werden wir mal gucken. Die haben ja auch einfach einen Aston Martin drin stehen. Es kommt so aus der Wand rausgefahren. Kann man sich auch reinsetzen und so hupen und so. Und das hier habe ich definitiv auch noch nicht so gesehen. Schaut mal, wie groß der Big Ben hier ist. Und direkt daneben dann die Gringotts Bank, die es so natürlich nicht als Set gibt. Aber so in der Art könnte ich mir auch das große Gringotts Set vorstellen, welches dann im Sommer kommt. Direkt daneben steht auch noch der Ford Anglia. Naja, und der Rest vom Lego Store, der sollte euch wahrscheinlich bekannt sein. Obwohl, das ist auch eigentlich ganz cool. Und so Voldemort und Bellatrix hier im verbotenen Wald noch reingezimmert. Ich denke, die sind echt stolz auf Harry Potter. Also hier ist wirklich alles Harry Potter. Crazy. Achso, und das ist die exklusive Figur, von der ich gesprochen habe. Dieser Leicester. Den kann man tatsächlich nur hier am Leicester Square kaufen. Die nächste Sache wird interessant. Spielwarenladen in London. Ich bin gespannt. Ist das nicht sogar der von Kevin allein zu Hause?
Also hier drin sieht es schon mal echt wild aus und ist viel mehr los als in deutschen Läden. Die stehen auch alle da und zeigen dann den Leuten, was sie mit dem Spielzeug überhaupt machen können. Ich bin wirklich gespannt jetzt hier auch auf die Lego-Abteilung. Playmobil war unten. Okay, hier geht's los mit dem Lego und da hinten geht's überall weiter. Sieht sehr cool aus, muss ich ehrlich zugeben. Okay, also die Star Wars-Auswahl ist sehr, sehr einseitig. Es ist wirklich alles, was hier steht. Aber dafür haben die einfach unendlich von diesen London-Bussen hier drin. Wie englisch will man sein? Sehr englisch. Ach, guck mal, die Queen ist auch noch da. Das ist aber noch cool. Die haben hier tatsächlich einen eigenen Polybag, Hamleys, was auch immer. Den gibt es wirklich nur hier, aber 10 Pound sind halt schon wahnsinnig viel. Okay, ich konnte jetzt doch nicht widerstehen. Ich habe den mitgenommen. Also ehrlich gesagt, das ist wirklich ein cooles Erlebnis hier. Kenne ich keinen Spielzeugladen in Deutschland, der da mithalten kann. Jetzt bin ich ja auch noch irgendwie in so einem Museum drin, wo die Klemmbausteine Kunstwerke ausstellen, also soll wohl Teil Lego, Teil andere Klemmbausteinhersteller sein. Ja, also hier ist echt wenig los, wenn man bedenkt, wie viel gerade im Lego-Store los war. Aber die Statuen an sich sehen schon gar nicht so schlecht aus. Krass, dass das nur 80.000 Teile sind. Das sieht nach viel mehr aus als 80.000. Aber gut, sind wahrscheinlich größere Teile und innen wird, denke ich mal, ein Metallkonstrukt sein. Das sieht so ein bisschen aus wie ab durch die Hecke auf Stoff hier angelehnt mit dem Ogre. Ja gut, also hier oben steht jetzt 6-mal der gleiche Drache fast, nur halt in unterschiedlichen Farben. Ist halt für mich auch interessant, solche Ausstellungen sich anzugucken, als Besucher quasi, damit ich weiß, was man sich im Museum dann eher wünscht oder was ich mir wünschen würde. Aber ich war jetzt hier echt 3 Minuten drin und bin schon durch eigentlich. Also wenn man vor dem Laden so vorsteht, dann denkt man, der ist sehr riesengroß ist. Aber ja, ihr habt es ja gerade gesehen. So, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Jetzt haben wir was ich noch nie gesehen habe. Es gibt im Flughafen tatsächlich einen Lego-Store drin. Und ich bin auch gerade drin gewesen, es gab nichts Besonderes in dem Sinne, außer dass es halt irgendwie so steuerfrei ist. Irgendwie cool ist es trotzdem, wenn man viel Zeit am Flughafen hat. Und damit sind wir auch schon wieder auf dem Rückflug. Tschüss, London. Kleine POV für euch. Ich habe wieder ein Video aufgenommen und dachte, es wäre super lustig, wenn ich mir hier ein Paket wegnehme und die restlichen Pakete draußen stehen lasse. Das Unlustige ist, dass diese Pakete nicht mal leer sind. Eieieiei. Und es ist wieder diese Zeit gekommen. Tauben beobachten. Nein, wir müssen jetzt nach dem neuen Star Wars Magazin suchen, denn da ist eine coole Figur drin. Das ist kein Star Wars. Ninjago und Jurassic World haben sie hier, aber kein Star Wars. So, und jetzt haben wir den Stopp Nummer 2. Und hier gibt es tatsächlich welche. Nehmen wir uns jeder einen mit. Dankeschön. Jetzt shoppen wir auch noch ein bisschen Video. Kosten ja nur 10 Euro. Ich glaube, die stehen hier schon so 3-4 Jahren. Okay, 4 Jahre vielleicht noch nicht. Was dafür besser läuft, ist Star Wars. Gucken wir, da ist gar nichts mehr da, außer der Palast von Boba hier. Gut, die Justifier natürlich. Dieses 4 Plus Set und halt Dagobah. Komischerweise, genau wie in London. Ich glaube, wir alle kennen den Witz hier mit der Schere, dass Bob mir die immer klaut. Jetzt hat er was echt auf ein neues Level getragen. Jetzt hat er es einfach in die andere Location mitgenommen. Ich habe diese Schere schon überall gesucht und liegt hier. This is getting out of hand. Heute ist ein besonderer Tag. Du kriegst endlich deinen Namenszollstock. Ach, Bodo bin ich jetzt. Bodo Baumeister. Aber wieso ist Bodo da, aber Bob nicht? Komm schon. Miete 10 Euro pro Minute, das muss ich auf meine Schere drauf machen. Wie man vielleicht schon erkennen kann, wir sind im Baumarkt. Erstmal haben wir solche Winkel geholt. Jetzt geht's weiter mit dem Boden im Star Wars Raum. Sowas hier wäre schon satisfying. Aber dann doch bestimmt unnötig teuer. Ja, ich glaube, wir bleiben bei der gleichen Lösung, die wir auch schon im alten Star Wars Raum benutzt haben. Was kommt jetzt? Was ist das? Das war ziemlich dumm. Das war cool an meinem Kopf. Jetzt haben wir auch noch endlich den Vorhang gefunden. Den kennt ihr vielleicht schon, den haben wir aktuell im Star Wars Raum und auch bei der Mondbasis bei dir. So, und der wird jetzt für den neuen Star Wars Raum als Übergang benutzt. Ein Raumtrenner wäre halt problematisch, weil wir da nicht mehr durchkommen mit größeren Sachen. Ich habe gerade eine Schubkarre auf Stoff gefunden. Also so eine Offroad-Schubkarre habe ich noch nie gesehen. Die hat auch 2 Räder, normalerweise hat die ja immer nur eine. Crazy. Manchmal frage ich mich, was du alles in die Vlogs reinschneidest, wirklich. So, jetzt komme ich hier gerade so rein. Steht da ein NPC neben diesen ganzen Kartons und dreimal dürft ihr raten, für wen die sind. Für dich? Für mich. Ja, genau, für dich. Nee, das müssten 14 Stück sein. Oh Mann, oh Mann.
Okay, wahrscheinlich könnt ihr euch eigentlich schon denken, was da drin ist. Da sind solche Sortiersysteme drin. Die habe ich ja schon einige Male da. Jetzt haben wir sie noch einige Male mehr da. Für mich einfach das beste Sortiersystem zum Steine aufbewahren. Kann ich auch noch mal gerne verlinken, falls ihr auch noch sowas in der Art sucht. Sind aber leider relativ teuer geworden jetzt, weil das Plastik halt so knapp ist. Ja, wisst ihr noch, wie ich vor ein, zwei Szenen gesagt habe, dass wir hier aufräumen wollten? Es hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Man kommt hier auch jetzt sehr gut durch. Oh Mann, wo soll das noch hinführen hier? Und jetzt werden hier die Vorbereitungen getroffen, dass wir endlich mal, naja, unser Werkzeug drüben in die neue Location bringen. Warum steht hier eigentlich ein Bügeleisen drin? Das war für den Vorhang, hat aber nicht funktioniert. Seit Tag 1 einfach so. Das sind die Reste von dem Ikea. Einmal mit Profis arbeiten. Also das haben wir noch nicht so ganz raus. Das muss man uns leider lassen. Oh Mann. Ja, und das hier wird natürlich dann auch wegkommen. Und die Löcher in der Wand werden definitiv auch irgendwann gestopft. Jetzt bin ich 2 Minuten weg gewesen. Der Lagerraum ist noch aufgeräumter, als wir eigentlich vorgesehen hatten. Aber natürlich, die Western People sind jetzt einsam. Die kommen nicht mehr in die Stadt hinüber. So ein trauriges Gefühl, oder? Ja, ja, aber wird ja bald dann wieder in der neuen Location so sein. Ist natürlich jetzt abgebaut für den Umzug. Aber ich finde es gut, man sieht richtig, wie das zusammengeschustert war aus irgendwelchen Resten, die noch übrig waren. Nicht sagen. Und die heutige Episode dreht sich um die Decken. Wie ihr sehen könnt, die Lampen, die hier drin sind, also die waren da vorher drin, kommen jetzt raus. Kann man so sagen. Nice. Ja. Und diese neuen kommen jetzt hier rein, wie man hier an diesem Beispiel sehen kann. Ich bin mir sicher, dass sie ein besseres Licht haben werden, als die jetzt vorher drin waren. Die waren auch teilweise echt falsch verkabelt und haben deshalb gar nicht erst geleuchtet. Und die sind natürlich etwas unauffälliger als die mit diesem Raster drin. Werdet ihr dann gleich sehen. Die ersten 4 Lampen sind drin und man kann ganz genau hier den Unterschied erkennen. Allein am Boden, ihr seht, die Spotlights sind halt viel direkter. Das ist hier drüben schön gleichmäßig alles da. Das gelbliche Licht, das nicht mal auf die Regale gerichtet ist, das passt halt nicht so ganz. Der Tag ist endlich gekommen. Der Mount Garbage verschwindet jetzt endlich und wird ganz entspannt zum Restmüll gebracht. Das musste halt endlich mal sein. Wir haben ja noch nichts hingebaut, also hat es jetzt niemanden gestört. Aber zum Würfeln ist es einfach optimal. Freunde, jetzt schaut euch das an. Oh, der Traum eines jeden Kindes. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal wir jetzt Vorhänge kaufen. Was wir aber jetzt entdeckt haben, ist revolutionär. Oh, die ist cool. Ling, ling. Er muss auch ein bisschen Spaß haben beim Einkaufen. Was glaubst du, wofür die das da hinmachen? Hey Freunde, schaut euch das mal an. Ich bin gerade bei Kaufland. 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 74%. Hier vorne geht das Ganze weiter mit 50%. Naja, und hier drüben ist das meiste schon weg mit 50%. Ich verstehe wirklich nicht, wie das zustande kommt. Die sind aber, glaube ich, Vollpreis. Schade. Ich habe jetzt hier auch noch mal bei den Magazinen geguckt. Die haben einfach noch uralte Magazine von was weiß ich wann. Mit den Plastiktüten noch dran. Also Kaufland ist schon Geheimtipp. Und nein, ich werde leider nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt sage. An der Stelle machen wir in diesem Vlog eine kurze Pause. Der Teil 2, der kommt in den nächsten Tagen. Ich muss mich jetzt aber erstmal um Bruchteil kümmern, dass das Review so schnell wie möglich rauskommt. Das sollte ganz bald kommen, genauso wie der zweite Teil. Bis dahin findet ihr hier noch mehr Videos. Ganz vielen Dank für den Support. Habt eine klasse Zeit und ciao, ciao.